Hello and welcome here in Sector Evolution. I will play for you an hour. Hallo und willkommen im Sektor Evolution in Dresden. Ich werde hier eine Stunde ins Cello-Universum entführen und es geht weiter mit einem Stück, das heißt Nummer 2. Thank you.
So these were two other songs after number two, was a song or a piece, it was called Solo with a question mark and repeat. Also es waren noch zwei andere Stücke, die ich jetzt gespielt habe nach Nummer zwei. Ein Stück heißt Solo Repeat mit einer Frage fürs Solo und für das Repeat ein Ausrufezeichen, weil da habe ich versucht, ein Solostück zu schreiben und letztendlich ist es doch sehr orchestral geworden. Danach habe ich ein Stück gespielt von Nils Fram, Teeth, von einem Album, was wir zusammen gemacht haben. Und da ist das erste Stück ein Cello-Stück, und das war jetzt meine Interpretation davon. Ich muss jetzt auch noch mal kurz nachstimmen, weil ich gemerkt habe, dass ich das etwas verstimmt habe beim Spielen. Und dann kann ich ja gleich währenddessen mal erklären, was ich da eigentlich mache. Mein Stuhl knarrt so. Ah! Also ich mache hier mit meinem Fuß so aller mögliche Sachen, drehe an Knöpfen, schalte Hall ein und Delays dazu und nehme Sachen auf und spiele dann darüber live. Und das mache ich alles gleichzeitig, währenddessen ich spiele. Ist gar nicht so einfach zu stimmen und zu reden gleichzeitig. Yeah, so I turning knots with my big toe and using delays and reverbs and loop station while I'm playing, so I can produce a big orchestra. So es geht weiter mit meinem Programm. Ich möchte gerne ein Stück spielen, was sehr neu ist für mich auch. Das stammt aus Skizzen für einen Film, für eine Filmmusik, die ich gemacht habe. Ein ganz toller Film aus England, Martyrs Lane heißt der. So the next piece is left from some sketches for a movie score. Martyrs Lane, a UK movie, is coming to cinema now. And it's about a little girl. It's called Rachel. And I tried to compose her name. So, but R and L I can't use in the melodies, but A, C, B in German, H and E, I can put in a melody. So, also ich habe versucht, von dem kleinen Mädchen Rachel, was in diesem Film eine Rolle spielt, den Namen in eine Melodie zu packen. Das R konnte ich nicht komponieren und das L auch nicht, aber A, C, H und E hat ihren Weg, die Noten haben ihren Weg in die Melodie reingefunden. Jetzt hört ihr das Stück ACHE. Mal sehen, ob das jetzt klappt. Thank you.
Das nächste Stück handelt von einem dänischen Ort, Aarhus, direkt am Meer. Und man kann das Meer hören, währenddessen ich den Anfang spiele. So the next piece is about a little town in Denmark. And I just got my first wonderful microphone and sound card. And the first thing what I did, recorded the ocean. So you can hear the ocean in this piece.
So that was fun. Jetzt kommt das letzte Stück für heute. Jetzt geht es los auf eine Reise ins Universum, durch unser Sonnensystem hindurch, bis zum äußersten Rand unseres Sonnensystems. Und zwar geht es so ein bisschen, kann man sich so ein bisschen bei diesem Stück vorstellen, diese zwei Voyager-Sonden, die in 79, 78 gestartet sind und das Sonnensystem erforschen sollten. Die haben nämlich zwei Schallplatten, also jeweils eine Schallplatte an Bord, die Golden Record mit Musik und Begrüßungsworten von der Erde. Und diese Musik fliegt durch das Sonnensystem und hat jetzt den äußersten Rand unseres Sonnensystems erreicht. Und ist durch diesen durchgeflogen, durch die Grenze sozusagen zwischen interstellarem Raum und unserem Sonnensystem. Diese Grenze nennt sich die Heliopause, also dort, wo der Sonnenwind aufhört zu wirken. Das ist sozusagen die Grenze, die Pause, die Sonne Pause hat sozusagen. Und da sind die durchgeflogen und fliegen jetzt durch den interstellaren Raum. Und damit auch unsere Musik durch die ganze Welt, durch das ganze Universum. So the next one is called Heliopause, and it's about bringing music through our sun system, solar system, until the border and crossing border and reaching out into the interstellar room.
Vielen Dank.